wir sind da in Afrika angekommen und zwar bei unserem Löwengehege. Und ja, hinter mir sieht man die Amira mit ihren drei Jungen. Der Papa Cäsar ist heute im Haus drinnen. Ja, wir sind da in Herberstein irrsinnig stolz drauf, dass wir es geschafft haben, unsere drei kleinen Löwenkinder so groß zu ziehen, wie sie jetzt da sind. Am Anfang haben sie ja nur gerade mal 1,5 Kilogramm gehabt, wie sie auf die Welt gekommen sind. Ja, und dann mussten wir sie mit der Flasche füttern. Die Amira hat keine Milch gehabt. Inzwischen sind sie auf 20 Kilogramm herangewachsen und damit ganz ordentliche Trümmer. Ja, und die zernagen und zerbeißen inzwischen im Haus drinnen alles, was sie so zwischen ihre Pfoten und die Zähne kriegen. Also sie haben ein extra Beißholz drinnen hängen. Ja, das haben wir inzwischen auch schon ausgetauscht, weil zum ersten haben sie inzwischen schon einen Zahnstocher gemacht. Ja, und was sie noch ganz gerne haben, das ist verschiedenstes Hundespielzeug, das wir ein bisschen in Löwenspielzeug umfunktioniert haben. Also alles, was so Seile sind, das mögen sie besonders gern. Da kann man dran ziehen, zerren. Und irgendwann kann man das Ding dann auch zerreißen. Die Löwen sind hauptsächlich in Afrika zu Hause. Die Löwen, die wir da haben, sind allerdings Berberlöwen. Das heißt, die waren ursprünglich in Nordafrika zu Hause, sind aber in freier Wildbahn seit den 1920er Jahren circa ausgerottet. Das heißt, die haben nur in Zoos überlebt, und zwar die Berberlöwen speziell im Zoo von Rabat in Marokko und sind von dort aus nach Europa gekommen. Die ernähren sich in freier Wildbahn hauptsächlich ja, von allem, was Huftier ist. Also Zebra steht ganz weit oben am Speisezettel. Bei uns im Tierpark ist es hauptsächlich Rindfleisch. Wir füttern nicht jeden Tag, sondern wir versuchen das ein bisschen anzugleichen an die Situation in freier Wildbahn. Das heißt, wir füttern unsere erwachsenen Tiere zweimal in der Woche und da gibt es dann ein bisschen eine größere Menge Fleisch, also so zwischen 6 und 8 Kilogramm circa können dann schon am Knochen dran sein. Ja, und um die große Menge Fleisch zu verdauen, das braucht dann natürlich einige Tage. Und das sind dann die Bilder, die man auch aus Afrika kennt, wo ein Löwe dann einfach einmal irgendwo herumliegt, ganz faul. Und ja, den Bauch in die Sonne streckt und wartet, dass er wieder Hunger kriegt.